Spiele Musik, Wolke 4. Wolke 4 von Philipp Dittberner und Marv. Eine neue Mitbewohnerin, Alexa. Sie spricht mit uns, setzt Befehle um, beantwortet unsere Fragen. Alexa, wer ist Präsident der Vereinigten Staaten? Donald Trump. Dabei ist sie immer verbunden mit dem Internet. Experten wie Volker Zoter sind grundsätzlich zufrieden mit den Funktionen und der Soundqualität, aber... Also man erwartet von so einem Gerät natürlich, dass man natürlich damit sprechen kann, als hätte man einen Gesprächspartner im Raum. Davon sind wir insbesondere bei der deutschen Version noch weit entfernt. Sprachgesteuerte Assistenten boomen, weil sie mit Preisen unter 200 Euro auch erschwinglich sind. Wie dieses Gerät von Google, das es noch nicht zu kaufen gibt. Fast alle großen Technikkonzerne ziehen mit. Gerade erst hat Apple seinen Mitbewerber vorgestellt. Marktstart für den HomePod 2018. Die Geräte sollen sich möglichst einfügen ins Heimnetzwerk. Ein Teil sein des sogenannten Smart Home. Mensch und Maschine sollen sich besser verstehen. Alles per Sprachbefehl. Musik, Walküren. Danke. Es gibt eigentlich zwei Gründe, um Spracherkennung zu nutzen. Der eine ist, wenn man die Hände voll hat. Der andere Grund ist Komfort. Ein großes Problem bei digitalen Assistenten ist, dass immer dann, wenn ein gewisser Grad an Datenschutz oder Privatsphäre erforderlich ist, ist der Einsatz von Sprachassistenten schwierig. Mit diesem kleinen Roboter, genannt Cosmo, kommt ein digitaler Assistent jetzt sogar ins Kinderzimmer. Er erkennt Emotionen, fordert zum Spielen auf, dank künstlicher Intelligenz. Nützlicher Spaß oder doch eher überflüssig? Die Antwort ist, dass Cosmo einfach unterhaltsam sein soll. Man würde sich eine Frage bei einem Hund auch nicht stellen, für was braucht man das? Man mag vielleicht Hunde und jeder, der einen Hund mag, hat einen anderen Grund, warum man einen Hund mag. So sieht's der Marketingchef. Sprachgesteuerte Assistenten werden wohl nach und nach unsere Wohnungen erobern, in unterschiedlichsten Funktionen. Überflüssige Spielzeuge oder nützliche Hilfe? Ja, die Frage gebe ich doch gleich weiter an Martin Gobin von der Stiftung Warentest. Schönen guten Morgen. Hallo. Ist das jetzt wirklich nur eine Spielerei oder echte technische Innovation? Also bisher ist es, glaube ich, eher eine Spielerei, weil vieles, was ich damit machen kann, kann ich anders. Also zum Beispiel, wenn ich Licht ausschalten will, da kann ich auch einfach hingehen. Das könnte ich mit dem Amazon Echo machen, aber einen Schalter, genau, den gibt es auch noch. Oder wenn ich einkaufen will, wenn ich eine Suchanfrage stellen will, das geht mit dem Handy, mit dem Computer eigentlich immer noch deutlich besser. Und allein diese Sprachgeschichte gibt es auch schon ein paar Jahre, ne? Genau, seit 2011, da ist quasi Siri auf Apple rausgekommen und dann kam Okay Google, Cortana für Microsoft und so weiter. Jetzt haben wir früher damit Leute angerufen, gesagt, Siri, ruf an oder such irgendwas bei Google. Mittlerweile sind ja die Fähigkeiten exponentiell gewachsen. Was können solche Dinge heute? Die können Fragen beantworten, die können Witze erzählen, die können einkaufen und man kann zum Beispiel auch solche Nachrichten vorlesen lassen. Das ist zum Beispiel für Blinde und Sehbehinderte sehr interessant, weil die ja sonst zum Beispiel Schwierigkeiten haben, eine App zu steuern oder sich Nachrichten vorlesen zu lassen. Also auch da dann eben sehr praktisch. Und sprachlich verstehen die mittlerweile auch immer mehr, oder? Es entwickelt sich immer weiter. Also es ist ja oft so, dass die mit Englisch quasi angefangen haben. Dann kommen sie hier auf den deutschen Markt. Das dauert immer ein bisschen. Es gibt aber durchaus noch Probleme. Ich habe das zum Beispiel mal ausprobiert, habe gefragt, wer ist denn Donald Trump? Dann wurde ihm gesagt, ja, der amerikanische Präsident. Dann habe ich gesagt, erzähl mir mehr über Donald Trump. Das hat Alexa dann nicht mehr verstanden. Oder ich habe gefragt, wie hat Bayern München gestern im Basketball gespielt? Er konnte mir die Antwort sagen für Fußball, aber eben nicht für Basketball, weil er Bayern München eben automatisch mit Fußball verbindet. Dialekt ist ja auch nochmal ein ganz neues Feld, oder? Dass man dem Ding Fränkisch beibringt oder Sächsisch Fränkisch kann oder ich persönlich so. Nicht. Ich kann nur Norddeutsch ein bisschen, das hat er noch verstanden. Ja noch. Aber so bei richtigen Dialekten, so Sächsisch, Schwäbisch, ja. Da kann es durchaus schwierig werden, ja. Jetzt ist ja, sobald es irgendwie ins Netz geht und diese Dinger sind ja mit dem Internet verbunden, immer eine große Frage, was passiert mit den Daten? Meine Fragen sind ja auch Daten. Die wissen dann, was mich interessiert. Wird das irgendwo abgespeichert? Das sind Sprachdateien, die auf Servern des Anbieters, also zum Beispiel von Amazon oder von Google, gespeichert werden. Die dienen dann zum Beispiel der Profilbildung. Also immer, wenn ich immer wieder nach Fußballfragen suche, dann merkt er sich, aha, das ist ein Fußballfan. Und dann sehe ich zum Beispiel wahrscheinlich eher Werbung für den Kicker als jetzt eben für die Frankfurter Allgemeine oder sowas. Also da werden Profile gebildet. Es wird quasi ein gläserner Bürger oder ein gläserner Verbraucher und eben es gibt dann personalisierte Werbung. Ja gut, aber der Lautsprecher kann mir ja nichts zeigen. Das heißt, der Lautsprecher weiß
weiß dann auch, wo mein Computer steht? Der steht ja im WLAN und Sie sind mit anderen Geräten auch im WLAN verbunden, sind eingeloggt und so werden diese Konten quasi verknüpft und dann sehen Sie eben auf dem Smartphone und auf dem Computer diese Werbeanzeigen. Kann ich denen nicht sagen, meine Sachen bitte danach wieder streichen? Das wäre sehr schön, aber das Geschäftsmodell von Amazon, Google und Apple besteht ja eben darin, dass sie viele Daten sammeln. Und es ist so, bei Google zum Beispiel gibt es eine Funktion Mein Konto, da kann ich meine letzten Sprachanfragen löschen. Allerdings ist es eine Scheinsicherheit. Also ich lösche die nur lokal, das heißt, meine Partnerin kann sie zum Beispiel nicht mehr sehen, Google kann sie weiterhin sehen, aber immerhin haben die so eine kleine Schutzfunktion. Bei Apple und Amazon gibt es sowas eigentlich gar nicht. Kommt dann irgendwann der Tag, wo abgerechnet wird, wo die uns die Ergebnisse intern aus all den Suchanfragen präsentieren, die sie über Jahre gesammelt haben, oder? Das eben leider nicht. Das wäre ganz interessant, wenn man dann Einblick hätte, was über einen bekannt ist, sondern es wird eben, wie gesagt, für Profilbildung genutzt und das kann sehr ungünstig ausgehen. Also zum Beispiel für Scoring, sowas wie die Schufa und dann wird eben später entschieden, ja, der kriegt einen Kredit oder der kriegt die Wohnung. Weil der bei Alexa da auch nach einem Kredit gefragt hat, oder was? Nein, aber eben, wenn Alexa zum Beispiel weiß, sie haben die Sachen, die sie öfter bestellt haben, haben sie nicht gleich bezahlt, hat immer ein bisschen gedauert, dann sinkt ihre Kreditwürdigkeit und dann kann es eben passieren, dass die Bank ihnen später mal einen Kredit verweigert. Jetzt ist ja da ein Mikrofon drin in diesen ganzen Dingern. Genau. Hören die denn immer mit oder hören die nur mit, wenn ich mit ihnen spreche? Sie hören passiv immer mit. Sie werden aktiviert mit einem bestimmten Sprichwort, zum Beispiel OK Google oder Hallo Alexa. Aber um dieses Stichwort zu hören, müssen die Mikrofone immer an sein. Das heißt, potenziell kann alles abgehört werden, weil die passiv immer an sind. Dann wie ist das, wenn jetzt meine Freundin sagt, ach, ich würde mir gerne mal einen Lippenstift bestellen, dass das Gerät nicht von selber einen bestellt? Da gab es ein ziemlich lustiges Beispiel oder schlimmes Beispiel in den USA. Da hat ein kleines Mädchen gesagt, Alexa, bestell mir eine Puppenstube. Dann kam die Puppenstube am nächsten Tag, die Eltern haben sich gewundert, aber okay. Und dann gab es einen Fernsehbericht über diesen Fall und im Fernsehbericht hat der Moderator eben auch gesagt, Alexa, bestell mir eine Puppenstube. Und zu Hause in den USA standen in tausenden Haushalten eben diese Amazon Echo Geräte und tausende davon haben dann auf dieses Befehl vom Fernsehen eben auch eine Puppenstube bestellt. Ach, ist das nicht mittlerweile abgestellt dann? Man kann es deaktivieren, diese Kauffunktion, und man kann auch Käufe natürlich stornieren und es gibt eine zweiwöchige Widerrufsfrist in Deutschland. Also man ist davor geschützt, aber es kann eben durchaus sein, dass die Kinder plappern und dann mal was bestellen. Aber jetzt nur mal vom Verständnis her, diese Dinger lernen ja permanent dazu, auch indem ich mit ihnen spreche. Das geht ja schon in Richtung auch künstliche Intelligenz, oder? Das ist künstliche Intelligenz, genau, die passen sich an und vor allen Dingen liefern sie aber, wie gesagt, den Firmen Daten über mich und die sitzen in den USA. Das heißt, das deutsche Datenschutzgesetz hat da keinen Zugriff. Also ich muss mir das bewusst sein, wenn ich diese Geräte nutzen will, gehen meine Daten in die USA. Wenn ich das eben nicht möchte, dann kann ich so ein Gerät nicht kaufen. Und irgendwann sind die so schlau, dass die über mich selbst entscheiden und mir von Haus aus Dinge bestellen, die mir gefallen können? Ja, da gibt es immer so Science-Fiction-Utopien, dass die Maschinen uns bald steuern. Das sehe ich noch nicht, aber künstliche Intelligenz ist durchaus im Kommen. Es wird zum Beispiel sehr bald selbstfahrende Autos geben, es wird Pflegeroboter geben. Es gibt durchaus schon künstliche Intelligenzen, die zum Beispiel Drehbücher schreiben oder Musik schreiben oder natürlich auch, wie wir bei der US-Wahl gesehen haben, die quasi Twitter-Bots sind, also die für Trump oder für die AfD Twitter-Botschaften verbreiten und so Wahlen beeinflussen. Es klingt ein bisschen utopisch alles noch, es ist allerdings fast schon Realität. Man muss nur aufpassen, wie man diese künstliche Intelligenz nutzt. Nicht, dass am Ende ein Computer moderiert. Wäre ja auch nicht so doll. Vielen Dank, dass Sie uns da auf den aktuellen Stand gebracht haben.